Leute, wir sind zurück bei Pokémon Leuchtende Perle, der Nuzlocke-Challenge mit Mia. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt Bock bei dem Projekt und ich habe mir Macholus Wesen angeguckt. Ja, es ist wesenscheu. Das ist eines der schlechtesten Wesen, die wir hätten kriegen können. Minus Angriff plus Init, genau das, was wir nicht hätten gebrauchen können. Umgedreht wäre es ein gutes Wesen gewesen, aber so ist das beschissen. Also Macholo wird nicht lange im Team bleiben, das verspreche ich. So, aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Wir haben auf Route 204 noch einen Encounter offen. So, los geht's. Kämpf gegen mich. Lass uns kämpfen. Du siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Hat sie mich gerade gedisst? Ist das ihr Ernst? Sabina, du hast mich gedisst, Alter. Wird Zeit, dass wir dich zurück... Oh ja, komm. Du sagst, ich sehe nicht stark aus und du kommst mit Gott höchstpersönlich, an dem wir eh wegflexen werden. Ach, egal. Komm, wir zerstören ihn einfach. Wen juckt denn das schon? Metallklaue, auf Wiedersehen. Geil, wir kriegen den Angriffsbooster, aber der bringt uns halt eh nichts, ne? Süß. 3 KP. Hat ja doch mehr gemacht, als ich gedacht habe. Ich bin 10 Level über ihm fast. So, da kommt der Piekser und das war's. Tschüssi. Ich hätte nicht so vorlaut sein sollen. Na, da sagst du aber was. Ich gebe dir nicht... Da hast du recht. Ich werde mit dem Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben hat. Das werden wir sehen, Kumpel. Knirps Knut fordert dich heraus. Das ist nicht sein Scheißerz, oder? Du scheiß Carpador, Bruder. Das ist dein Scheißproblem. Dein Papa hat dir ein Carpador gegeben? Tut mir leid, da muss ich aber sagen, dass sich dein Papa verarscht hat. Carpador ist halt echt richtig nutzlos. Außer er kann Dreschflegel, dann könnte es ekelhaft werden. Nichts geschieht, ja, war klar. Hier kommt die Metallklaue. Traurig, traurig. Gut. Was kommt als nächstes? Bitte kein Carpador, nicht nochmal. Ich würde das nicht ertragen, nochmal. Oh, gut. Staralili. Oh, ich wünschte, wir hätten Shinox jetzt, ne? Shinox wäre so nice gewesen. Das war's. Easy going. Tja, Knut. Aber das sind doch die Pokémon, die mein Papa mir gegeben hat. Ja, und dein Papa hat dich verarscht, hat dir ein nutzloses Carpador gegeben. Tut mir ja leid für dich, Bruder, aber... Du solltest dem Papa die Schuld geben, dass du verloren hast, du Lappen. Oh, Moment. Oh, Kacke, das wird unser Encounter, ne? Nee, noch nicht. Paraheiler werden wir aufbewahren, erstmal. Das wird unser Encounter werden. Gut. Das wird nicht unser Encounter werden, weil wir schön rerollen werden. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen hier einen Shinox. Das wäre tatsächlich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir einen Shinox bekommen würden. So, jetzt werden wir erstmal unseren Encounter farmen. Weil ich wette, auf Route 204 gibt es Shinox auch. Und Shinox wäre so nice im Team, weil wir brauchen unbedingt ein Elektro-Pokémon. So, kämpfen brauchen wir gegen die gar nicht mehr. Die bringen uns überhaupt nichts. Das ist unser Encounter, Shinox. Ja. So, und wir können ihn nicht schwächen mit keinem Pokémon. Shinox würde sterben. Wir fangen ihn einfach. Oh, Shinox will nicht. Oh, Shinox ist so süß. Ich will ihn haben, Alter. Wir brauchen ihn. Ja, da haben wir Shinox. Sehr schön. Das ist unser nächster Encounter gewesen. Sehr cool. Freue ich mich sehr. Das heißt, Gott wird ausgetauscht sofort. Über die Muskulatur seiner Vorderbeine kann es Elektrizität erzeugen. Bei Gefahr leuchtet sein gesamter Körper. Ja, möchte ich.
Ich nenne dich einfach Schocki. Schocki soll in mein Team kommen. Tut mir leid, Gott, aber du wirst ausgetauscht. Sehr gut, lasst mich das kurz eintragen. Perfekt. So, weiter geht's. Gut, wir haben keinen Encounter mehr, also kann es egal sein. Oh, wir hätten auch einen Knospi kriegen können, das wäre so schlecht gewesen. Das wäre richtig furchtbar gewesen. Ich bin so froh, dass wir Scheinungs gekriegt haben. Oh, Kacke, Alter. Das hätte auch schön in die Hose gehen können. Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Das hätte so schief gehen können, Leute. Oh. Tina. Obwohl Knospi ja knuffig ist, aber ich bin so froh, dass wir Scheinungs gekriegt haben. So, perfekt. Knospi ist down. Und Schocki erreicht gleich mal Level 6. Das gefällt mir sehr gut. Oh, ich sollte nach dem Wesen von Schocki mal gucken. Aber das werde ich dann im nächsten Part wieder nachholen. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Browserfenster auf. Und wir wollen hier auch ein bisschen weiterkommen. Verwüsteter Pfad. Oh, hier geht gleich die nächste... Gleich... In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App VM-Attacken des Poketch kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Gut, ich trage den verwüsteten Pfad schnell mal ein. Weil hier haben wir auch noch einen Encounter. Drückt uns die Daumen, dass wir hier irgendwas Gutes bekommen werden. Gegengift. Ups. So, mal gucken, wo es hier rausgeht. Okay, hier sollte es weitergehen, aber wir haben hier noch einen Encounter. Und den werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Felsgrab, das ist nice. Wenn sich Rocki mal entwickelt, werden wir ihm das beibringen. Im Notfall. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Kein Encounter? Das wird unser Encounter werden. Echt jetzt? Ein scheiß Anton, Alter. Oh. Ja. Wir nehmen's trotzdem mit. Wir nehmen's trotzdem mit. Jeder Encounter ist wichtig. Ja, mach mal. Süß. Das kannst du 46 Mal machen. So viele AP hast du gar nicht und du kriegst uns nicht tot. Bleib noch drinnen, Brudi. Da kommt, oh, er kann Kratzer. Aber selbst da, ja gut. Nice. Damit haben wir unseren Encounter. Schade drum, dass es nur ein Anton geworden ist. Setzt es seine seltsamen Kräfte ein, kann es sich danach nie daran erinnern. Deshalb neigt es stets verwundert den Kopf zur Seite. Ich nenne dich einfach Duck Duck. So, Duck Duck bleibt auf der Box. Wir brauchen Duck Duck nicht, wir haben Wasser-Pokémon schon mit. In eine PC-Box. So, damit haben wir schon mal zwei Encounter extra auf der Box schon mal wieder. Unsere Encounter-Reihen füllen sich langsam, das ist gut. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden dir Gegner, die diesem Typen gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Ja, da hast du nicht Unrecht. Lass uns kämpfen und währenddessen den Duft der Blumen genießen.
Gut. Wie gesagt, wir brauchen hier nicht gegen die wilden Pokémon kämpfen. Oh. Aroma Lady Zara. Weil wir sind immer noch auf Route 204. Da kommt Knospi. So, wir switchen einfach mal. Zu Bratan. Let's go. Unser Bratan ist halt gut, ne, weil er kann Bedroher. Intimidate ist schon echt geil. Ja, Wachstum. Dein Angriff und dein Spezialangriff steigen. Das juckt uns wenig. Du bist fast 10 Level unter uns. Du stirbst eh mit einem Flügelschlag. Also wen interessiert's? Gut, damit erreicht Pong schon mal Level 18 und Schocki Level 7. Ein Kikugi. Oh, Kikugi fand ich schon immer süß. Aber das wird es auch für Kikugi gewesen sein. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Das ist doch was Schönes. So ein Aufwecker. Wie gesagt, Encounter brauchen wir hier nicht. Sag mal, was hältst du eigentlich von Käfer-Pokémon? Ja, nicht viel. Warum hat er... Käfersammler Matthias. Ein Zirpurze. So, nein. Nein. Das war gerade ein bisschen schnell. Einmal Bratan einwechseln, please. Ich muss aber sagen, sie haben das Spiel sehr viel einfacher gemacht. Also der EP-Teiler macht es wirklich leicht. Normalerweise müssten wir die Pokémon gleichmäßig trainieren. So war es in den DS-Versionen auf jeden Fall. Wiederum finde ich das ganz cool für uns als... Let's Player, das erspart uns einiges an Grind, da bin ich ganz ehrlich. So, Schocki erreicht Level 8. Das gefällt mir. Ladevorgang, sehr gut. So, da kommt das Wumpel. So, damit hat Bratan Level 16 erreicht und Faimon Level 12. Ja, auf jeden Fall. Vergeltung. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender eine Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten hat. Oh, Vergeltung ist brutal, ne? Ich würde sagen, auf Wiedersehen Fußkick. Wir lernen ihn Fußtritt. Da muss ich mir wohl mehr Mühe geben, um dir die Vorzüge von Käfer-Pokémon zu vermitteln. Das kannst du nicht, Brudi. Wir sind immer noch auf Route 204, ne? Und Zerschneider haben wir noch nicht. Oh, das wird ein Doppelkampf, ne? Uiuiuiui. Hier sollten wir nur gut vorbereitet reingehen. Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Diesen Trainer haben wir nur erledigt, oder, Lena? Unser erster Doppelkampf. Uiuiuiui. Liz und Lena. Oh shit. Die werden uns zerficken, Alter. Warum zwei Pantirisus? Ist das der Scheiß Ernst? Die sind auch beide Stufe 9, ne? Oh ja, das wird richtig geil werden jetzt. So, ich werde auf jeden Fall meinen Bratan rauswechseln gegen Rocky. Bei Bratan kann hier absolut gar nichts machen. Gut.
Ihr könnt Rocky gerne angreifen, das ist mir ziemlich egal. Und Rocky, du greifst mal das zweite Vieh bitte an. Mit einem Walzer. Ach, können die noch gar keine Elektroattacke? Die sind zu niedrig gelevelt, oder? Sehr gut. Das erste Pachirisu ist down. Schocki gleich mal Level 9 erreicht. Sehr gut. Oh Mann. Rocky rastet aus, Alter. Puh. Rocky fällt. Oh, Steinwurf. Klar. Was bringt das? Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. Man darf nicht vergessen, das ist eine Stab-Attacke, ne? Ich glaube, ich hau Tackle dafür weg. Steinwurf kann mal nützlich werden, sagen wir es mal so. Schocki reicht Stufe 10, ist auch gut. Ach du liebes Lieschen, das geht doch nicht. Oh, jetzt habe ich komplett vergessen, die andere vorzulesen. Na, sorry, Leute. Manchmal bin ich ein bisschen abgelenkt, wenn ich gerade auf die Wesen nochmal schaue. Kugelsaat. Bringt uns leider gar nichts, aber was soll's. Sehr geil, nehmen wir mit. Flori. Oh, hier kriegen wir zwei Encounter. Von den beiden hier. Hey, du da. Sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen, du Glückliche. Dieses Pokémon hier würde sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du es in deine Obhut nehmen? Damit haben wir Jirachi. Wieder ein Encounter. Ja, bitte. Dich nenne ich einfach Funkel. In eine PC-Box. Die werden wir nur im Notfall mitnehmen. Ich wünsche dir und deinem neuen Pokémon eine ganz vortreffliche Abenteuerreise. Oh, sieht ganz aus, als hättest du in Kanto ein Let's-Go-Abenteuer bestritten. Wie? Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig die Sinnoh-Region zu zeigen? Und damit haben wir Mew. Ja, ich möchte Mew gerne einen Spitznamen geben. Ich nenne dich... Sweetie. In eine PC-Box. Es wird dir sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Das glaube ich auch. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir dafür schon Pokédex-Einträge haben. Nee, leider nicht. Dafür brauchen wir erst den National Dex. Wir gucken uns aber trotzdem mal an. Welches Funkel ist Level 5 und Sweetie sogar nur Level 1, Alter. Neutrales Wesen. Und ein Plus-Spätz-Dev-Wesen. Ey, das ist gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht für Jirachi. Sehr cool. So, wir sind in Flori. Jetzt haben wir aber noch viel zu erkunden. Da hängen zwei Siedelbeeren an der Pflanze. Möchte ich? Ja. Und zwei Amrena-Beeren. Die nehmen wir auch mit. Ich könnte ewig über Bären reden, so komplex sind sie. Doch auch bei ihnen gilt die goldene Regel, wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet, wachsen sie besonders prächtig heran. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken, aber dann kamen plötzlich diese Typen von Team Galactic in ihren schicken Uniformen. Sie sind übrigens zu den Auen in diesem Blumenfeld dort gegangen. Oh, das werden wir erst im nächsten Part machen, weil wir haben jetzt in Flori noch erstmal einiges zu erkunden. Haben wir schon wieder ein bisschen Geld? Ja, weil ich möchte gerne neue... Wir sollten immer genug Pokebälle dabei haben erstmal. Schutz haben wir 20. Fluchtseil hätte ich auch gerne nochmal 4 Stück mit. Für den Fall der Fälle. Sehr gut. Ich werde meine Pokémon so richtig aufbrezeln und dann mit ihm zu Jubelstadt TV gehen, damit die Zuschauer Land auf Land absehen können, wie hübsch es aussieht. Beeren und Bänder kannst du im Pokémon-Supermarkt nicht kaufen. Na, wer hätte das nur gedacht? Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen. Blumen und nochmals Blumen.
Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du in voller Pracht erblühen kannst. Einige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig auch aus weiter Ferne wahr. Stimmt, wir können uns auf manchen Routen auch entscheiden, ob wir Honig an Bäume schmieren und dann gucken, ob Pokémon daraus kommt. Das Risiko ist aber hoch, dass wir nur ein Wadribi bekommen, das männlich ist. Und das können wir halt nicht entwickeln und das ist halt absolut useless. Das müssen wir uns gut überlegen. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh! Gut, heilen wir uns erstmal. Unser Team ist relativ ausgeglichen. Psycho muss sich nur irgendwann jetzt bald mal entwickeln, weil der ist halt absolut useless. Ich kann nichts mit dem machen. In Begleitung von Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Bis nach Ewigenau ist es noch ein ganzes Stück. Du solltest dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. Ja, das machen wir. Das machen wir, keine Sorge. Sind dir Gracie Diaz ein Begriff? Mit einem Strauß dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Ja, Gracie Diaz sind auch für ein anderes Pokémon wichtig. Der süße Duft des Honigs hat mich hergelockt. Da muss ich mich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? Ich liebe es, hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gute Laune zu tanken, oder? Ja, eher nicht. Ich bin nur auf der Durchreise und habe mir meine beiden Legendaries abgeholt. Hey Trainer, wenn du die Beeren anpflanzt, solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Wir haben die Anton-Kanne gekriegt. Geil. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Beeren zu vermehren. Gut, wir vermehren die Beeren. Eine Marronbeere haben wir gekriegt, nice. Hallo, wir tauschen deine Beeren gegen Sticker ein. Okay, das haben sie extra gemacht. Damit es sich sogar lohnt, die Beeren die Beeren zu pflanzen. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nö. Scheiße, ich hätte gern Überreste. Überreste ist eines der stärksten Items im Spiel. Gut, jetzt waren wir nur noch hier nicht drin, ne? Flori war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig, also pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste wieso. Doch dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus und kurz darauf erstrahlte der Hügel in einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Ja, wohl wahr. Findest du es auch so niedlich, wenn Pokémon Beeren pflücken? Ja. Juhu, du verstehst mich. Hier hast du ein paar TMs. Sie enthalten die Attacke Pflücker. Einfach nur mit Ja antworten. Damit macht ihr nichts falsch. Danke. Gleich mal uns Pflücker gegönnt. So, und dann pflanzen wir mal ein paar Beeren. Ja, möchte ich. Bitte einmal eine Marronbeere. Ja, ich möchte die Pflanze gerne gießen. Die Pflanze scheint sich zu freuen. Ja, möchte ich nämlich eine Sinelbeere. Und dann gießen wir die auch gleich mal. Das haben sie echt, ich muss schon sagen, das haben sie echt cool gemacht, ne? Mit den Effekten. So, perfekt. Jetzt gehen wir aber hier hin. Oh, das wird ein Doppelkampf, ne? Ich glaube, wir sind mit Bratan und Pong gerade gut aufgestellt. Dann los geht's. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic, oder etwa nicht? Und jetzt sieh uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Hey, hör auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Käfer- und Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Da kommen wir dann jetzt wohl später lang. Dann gehen wir einfach weiter. Neuer Encounter, Leute. Fangen wir in diesem Part noch einen Encounter, der was taugt? Was glaubt ihr? Ich bin mega gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das hier nichts wird mit dem Encounter. Aber wir werden gucken.
2 Maronbeeren. Und 2 Pursivbeeren. Gut, dann pflanzen wir mal nochmal 2 Beeren. Einmal eine Amrena-Beere. Ja, möchte ich gerne. Gut, die Pflanze scheint sich zu freuen. Und dann... Ja, ich hätte dann hier gern die Pursivbeere. Ich finde das halt schön, wie sie da, dass sie das auch so schön animiert haben. Da bin ich ganz ehrlich. Ich finde, Ilka hat hier einen guten Job gemacht. Es macht mir echt Spaß, das Projekt mit euch zu erleben. Die Pflanze scheint sich zu freuen. So, sehr gut. Oha, wer bist du? Hilfe, hilf mir, Trainer. Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Okay, da kommen wir wohl noch nicht lang. Wir von Team Galactic erforschen hier den Ewigwald, also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Flori zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter, dann müssen wir hier zum Windkraftwerk. Oh, Windkraftwerk ist ein separater Encounter, das ist ja geil. Da das nicht zur Route zählt. So, dann können wir hier vielleicht noch einen geilen Encounter fangen. Hier können wir auf dieser Stelle können wir übrigens 2 Encounter fangen. Hier gibt es noch einen Driftlohn, aber Driftlohn ist ein statischer Encounter. Ich glaube, jeden Freitag war das, kommt Driftlohn. So war es in den anderen Editionen. Das heißt, ich sollte Freitag hier nochmal herkommen und Driftlohn fangen, weil Driftlohn ist ein statischer Encounter, der zählt als statisch. So, aber wir fangen jetzt unseren Encounter hier. Das wird unser Encounter werden. Ein Barmelin. Der ist Stufe 7, ich bin mir unsicher. Nee, ich bin 11 Level höher. Ich töte den halt einfach auch, wenn ich Aquaknarre einsetze, glaube ich, ne? Nice! Damit haben wir unseren Encounter. Sehr schön. Puh. Gefällt mir. Für Barmelin wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es schwimmt, indem es seine beiden Schweife wie eine Schiffsschraube rotieren lässt. Beim Tauchen schrumpft seine Schwimmblase. Ja, müssen wir eh... Ich nenne dich einfach Speedboat. Das ist zwar völlig bescheuert, aber mir gefällt der Name irgendwie. Speedboat. Speedboat kommt in eine PC-Box. Wir brauchen Speedboat im Moment nicht. So, aber wir gehen weiter. Du findest einen Trank. Richtig useless, aber was soll's. So, Windkraftwerk. Ökologische Energie aus Windkraft. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, jeden den Zutritt zu verwehren, der nicht zu Team Galactic gehört. Aber dein Gesicht sagt mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Also gut, dann lass uns das mit einem Kampf entscheiden. Los geht's. Grübel von Team Galactic möchte es gerne wissen. Ein Charmian. Oh, die benutzen Gift-Pokémon, ne? Bleh. Oh ja, Mogelhieb. Gut, er will Chip-Damage machen. Das kann er gerne tun. So. Da kommt der Kratzer. Wir sind einfach schon hart overlevelt, ne? Aber wir können in dem Spiel halt auch nichts machen. Selbst wenn ich Trainer skippen würde, würden wir overleveln. So, Faimon. Hat ein Level erreicht. Als ob ich mit so einem Pokémon überhaupt eine Chance hätte. Hättest du es trainiert. Na großartig, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit dem K-Schlüssel hier einschließe. Es gibt nämlich nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die sich beim Blumenfeld aufhalten. Hahaha, wer zuletzt lacht, lacht eben immer noch am besten. Ja, toll. Gut, dann auf zum Blumenfeld zurück. Aber erstmal gehen wir noch ins Pokémon Center und im nächsten Part widmen wir uns dann dem Blumenfeld.
Ich werde mir kurz jetzt die einzelnen Wesen angucken und euch dann sagen, wie gut die sind von unseren neuen Teamkameraden. Bei Macholo habe ich euch das ja gesagt. Macholo hat ein unglaublich schlechtes Wesen. Und wir haben Gott ausgetauscht. Das war auch sehr gut. So. Hier werden wir gleich weitermachen. Leute, also was heißt gleich? Ich werde hier gleich weitermachen. Ihr seht das erst 2 Tage später. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben Flori erkundet und wir haben den Anfang im Windkraftwerk gemacht und ein paar neue Encounter gefangen. Ja, ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Oder wann auch immer ihr hier das guckt. Bis dann.